Ja, der Winterkongress 2023 ist schon fast zu Ende. Es waren 1,5 intensive, dicht bepackte Tage mit vielen Vorträgen parallel in 3 verschiedenen Sälen. Wie ich bereits erwähnt habe, gibt es in wenigen Wochen die Recordings dazu auf media.ccc.de und dem YouTube-Kanal der Digitalen Gesellschaft. Wer dann die verpassten Talks noch nachhören und sehen möchte, kann dies über diese Kanäle tun. Wer den Newsletter der Digitalen Gesellschaft abonniert hat, erhält auch eine Mitteilung, sobald alles online verfügbar ist. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei unserem Video Operation Center bedanken. Nur dank Ihnen ist es möglich, dass wir hier überhaupt streamen können und Recordings. Vielen Dank. Wir versuchen, den Winterkongress so niederschwellig wie möglich zu gestalten. Einerseits auch mit den Themen, dass auch Leute, die nicht technisch wahnsinnig versiert sind, sich mit diesen Themen beschäftigen können, aber grundsätzlich auch finanziell. Die Ticketpreise sind sehr tief für einen Kongress dieser Größe, maße ich mir mal an zu sagen. Und dieser tiefe Preis ist eigentlich nur möglich dank unzähligen Stunden von vielen Freiwilligen, die vor, während und nach dem Kongress hier arbeiten. Für 1-2 Stunden, für ganze Tage oder im Fall von OCA, Video Operation Center und Netzwerk über unzählige Stunden vorher während des ganzen Jahres. Die Arbeit beginnt für uns schon in den nächsten Wochen wieder für das nächste Jahr. Es waren fast 50 oder über 50 Helferinnen hier vor Ort und auch für die möchte ich jetzt einen schönen Applaus hören. Wir dürfen auch auf finanzielle und materielle Unterstützung zählen. Dies einerseits vom Chaos Computer Club e.V. aus Deutschland, vom Ticketpark, das uns das Ticketing-System ermöglicht und auch die Helferinnenplanung und von Init7 und auch von vielen Privatpersonen, die hier Equipment anschleppen und Sachen organisieren. Auch hier ein herzliches Dankeschön. Seit Jahren dürfen wir auch auf die Medienpartnerschaft mit der Wochenzeitung WOZ zählen. Auch hier sind wir sehr dankbar, dass wir unser Kongress bewerben können in dieser Zeitung. Vielen Dank auch ans Team vom Volkshaus. Ihr habt uns sehr gut unterstützt in den letzten Tagen. Herzlichen Dank. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Wenn doch, darf man mir das gerne mitteilen. Und ich bitte schon jetzt um Entschuldigung. Es waren auch für mich ein paar intensive Tage. Ich bin Opa. Last but not least möchte ich mich beim Publikum bedanken. Danke für die Diskussionen, für die Fragen, für die Teilnahme. Ich muss sagen, vor ein paar Wochen, als ich die Ticketverkäufe angesehen habe, dachte ich mir, was machen wir das hier überhaupt? Die Zahlen dümpelten so um die 60 und wir haben ein Volkshaus gemietet, 3 Säle, super Talks, fand ich. Und kommt da jemand? Ich dachte schon, ach, die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, die interessieren vielleicht einfach nicht mehr. Aber nein, in den letzten Tagen sind die Zahlen hochgeschnellt. Wir konnten die Säle füllen. Ich denke auch, dass unsere Referentinnen doch nicht immer von leeren Rängen reden mussten. Und das freut mich sehr. Ich freue mich auch über das Feedback.
Wir werden dann ein bisschen an der Bar sein, während dem Abbau, so nebenbei noch. Aber wir werden auch noch eine E-Mail versenden, wo ihr die Rückmeldung, was wir gut gemacht haben, was wir nicht gut gemacht haben, geben könnt. Ja, das wäre der 6. Winterkongress der digitalen Gesellschaft gewesen. Das nächste Datum folgt irgendwann in den nächsten Wochen, Monaten. Und nach einer kurzen Umbaupause geht es jetzt gleich weiter mit der diskordianischen Lesestunde. Und es geht dann auch sonst noch weiter. Die in der Catering Area, Foyer, wie man das auch immer nennt, gibt es noch Barbetrieb, Bier und Junk. Bleibt noch einen Moment da, genießt das noch. Ich wünsche einen schönen Abend.